So, ihr Lieben, ich stehe heute mal in der schönen Münchner Natur, schönstes Wetter und möchte mit euch heute über vier Dinge in eFootball 2023 beziehungsweise auch eFootball 2024 sprechen. Es geht um vier Dinge aus Gerüchten und Leaks, die ich heute mal in dem Video aufgreifen möchte. Das ist Coop, Unreal Engine 5, die Meisterliga und natürlich auch der Release von eFootball 2024 dann als neues Season beziehungsweise Content Update. Bevor ich das mache, nochmal der Hinweis, ich bin aktuell mit Sports Gaming Livestreams und natürlich vor allem eFootball 2024 auf Twitch unterwegs. Könnt ihr mich gerne abonnieren und gerne ein Follow dalassen. Die Links sind entsprechend unter dem Video, auch in der Videobeschreibung zu finden. Wir kommen zum ersten Gerücht, und zwar soll der Koop-Modus in Gänsefüßchen schon schneller herauskommen, als wir jetzt zu diesem Zeitpunkt eigentlich geglaubt haben, und zwar Mitte Juni mit dem Update 2.6.0. Das wäre demnach der Start der Season 5 in Dream Teams. Wir werden das jetzt einfach mal als gegeben hinnehmen. Wäre natürlich eine super coole Geschichte. Ob so kommt und realistisch ist, weiß ich nicht. Ich möchte es euch einfach mal in dem Video sagen. Dann die weiteren Sachen. eFootball 2024 als Content Update dann zur neuen, ich sag jetzt mal, Fußball-Season und dem neuen Update um eFootball selber. Es ging ja los mit eFootball 2022, eFootball 2023, dann jetzt 2024. Soll demnach der 24. August 2023 sein. Es wäre ein Donnerstag, es wäre an sich Konami-typisch und würde rein vom Termin durchaus in die neuen Seasons in den europäischen Ligen passen, die ja dann eigentlich schon im Laufe des Augusts losgehen. Bundesliga, Ligue 1, Premier League, spanische Liga, um mal die größten zu nennen, würde durchaus passen und passen zu dem Gerücht auch, dass dann eFootball 2024 bereits überführt in die Unreal Engine 5 veröffentlicht wird. Schauen wir mal, ob das so kommt. Werden wir sehen. Ein anderes Gerücht, was ich dagegen für weniger realistisch halte, ist, dass dieses Gesamtpaket dann auch gleich mit dem DLC zur Meisterliga erscheinen soll. Bin mir nicht ganz so sicher. Ich persönlich würde schätzen, wenn sie dieses Jahr überhaupt noch rauskommt. Ich glaube es erst, wenn sie da ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr kennt meine Meinung dazu, aber ich wäre der Letzte, der sich dagegen verwehren würde. Demnach soll die Meisterliga tatsächlich mit dem Meisterliga eFootball 2024 Content Update kommen, dementsprechend am 24. August. Weiß ich nicht, wie realistisch das ist. Ich würde eher auf September bis November 2023 tippen, so sie dann dieses Jahr überhaupt noch kommt. Wenn man natürlich jetzt an die Lizenzen von Konami denkt, ne? Da laufen ja immer mal wieder welche am 30.06. aus, am 1.07. angeln sie sich neue. Das ist immer so ein typischer Termin für diverse Cuts von irgendwelchen Lizenzen, die sie haben, und 1.07. dann für neue, die sie sich an Land holen. Demnach würde August sicherlich Sinn machen, und wenn man das dann in Unreal Engine 5 mit dem eFootball 2024 Update rausbringt, klar würde das Sinn machen, aber ob sie das alles zusammenbringen, das ist halt für mich so ein bisschen der springende Punkt. Wie realistisch das ist, das weiß ich nicht. Leute, ich würde mich gerne freuen, wenn ihr unseren Kanal noch nicht kennt und gerne abonniert. Es gibt immer mal wieder auch solche Videos von mir. Ich muss nicht vor irgendwelchen leuchtenden Stühlen hocken wie andere typische YouTuber und Streamer. Da bin ich schon immer ein bisschen anders gewesen. Das hat natürlich auch was mit den Möglichkeiten rund um Familie und Wohnraum daheim zu tun. Aber ich mache auch gerne mal so ein Video wie jetzt einfach hier aus der Natur in München. Das kennen viele von mir, die den Kanal schon seit Jahren verfolgen. Und von daher, ich bleibe authentisch, so wie ich bin, und finde einfach die Themen, die ich hier jetzt besprochen habe, eigentlich mega interessant. Leute, lasst mal Feedback da. Was habt ihr davon gehört? Was haltet ihr davon für realistisch? Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr auf YouTube und Twitch entsprechend euer Abo dalasst. Auch gerne mir dann auf beiden Kanälen folgt. Weitere Social Media sind ebenfalls unter dem Video verlinkt. Und ich sage Dankeschön fürs Reinschalten. Euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.